würde ich vorschlagen, Herr Professor Hankel jetzt zu hören. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht nur näher kommen und Ihnen zeigen, dass ich meinen Vortrag im Kopf habe. Ich möchte Sie auch etwas erfrischen. Nach dieser Einführung haben Sie das verdient. Also erstens, da ich ziemlich sicher bin, dass das Referat, was ich Ihnen halte, dem Chefredakteur nicht gefallen wird, verrate ich Ihnen das Foto, was ich über die Schriftfassung gesetzt habe. Es stammt nicht von mir, sondern von dem total unbekannten Dichter Bert Brecht. Wer A sagt, muss nicht unbedingt B sagen. Nämlich dann nicht, wenn er inzwischen nachgedacht hat. Also um Sie aufzufrischen. Ich teile in gar keiner Weise den Alarmismus und den Determinismus Ihres Chefredakteurs. Die Krise kann kommen, aber sie muss nicht kommen. Denn man kann sie immer abwenden. Die ganze menschliche Geschichte, auch die Geldgeschichte, ist sowohl voll von Krisen, aus denen viel gelernt worden ist, aber es gibt auch eine Reihe von Krisen, die man rechtzeitig verhindert hat und hat verhindern können. Und das gilt natürlich auch für die gegenwärtige. Zweitens, ich teile auch nicht die einseitige Schuldzuweisung an die Vereinigten Staaten. Überhaupt nicht. Denn die Euro-Krise ist hausgemacht. Und ich kenne genügend, das kann ich Ihnen immer wieder versichern, genügend Fachkollegen aus den USA, wo ich lange gelehrt habe, die mich bis heute fragen, wie konntet ihr sowas noch machen? Es ist auch nicht richtig, dass Wall Street unbedingt an dem Euro interessiert war oder ihn gar gefördert hätte, denn die dortigen Banker haben sehr klar und nüchtern gesehen, hier wächst eine Konkurrenz für uns heran, die es uns zu schaffen machen könnte. Und ich teile auch nicht hundertprozentig seine Vergangenheitsanalyse aus zwei Gründen. Es war unverantwortlich, da sind wir uns einig, Bretton Woods zu zerstören. Aber der Grund lag auf einer ganz anderen Ebene. Und die Amerikaner hatten sozusagen Mithelfer bei der Zerstörung. Und das war sogar ein deutscher Weltökonom, der damals Bundeskanzler war. Es gab nämlich, und ich kann Ihnen das als Zeitzeuge bestätigen, ein verschämtes Angebot der USA, das ausufernde Defizit Folge des Vietnamkriegs auf andere Weise zu finanzieren, nämlich durch Mitbeteiligung. Und als dieses abgelehnt wurde, man kann über die Gründe streiten, blieb den USA aus ihrer nationalen Sicht nichts anderes übrig, als das Defizit zu vergrößern. Und die Vergrößerung dieses Defizits wegen Ablehnung der Mitfinanzierung Vietnam, das war dann das Ende. Aber ausgestiegen sind wir, nicht Sie. Das muss man immer im Auge haben. Und der viel, viel größere Fehler kam erst danach. Nämlich 1999 durch die Aufhebung von Glass-Steagall. Der Glass-Steagall-Act in den USA verbot es ja Wall Street und den Spekulationsbanken, sich allzu sehr und allzu stark mit neuem Geld zu refinanzieren. Sie hatten ja gar keinen Zugang zum Fett. Aber ausgerechnet Bill Clinton, der Säulenheilige der Linken, hat Glass-Steagall aufgehoben und das erst hat die Tore geöffnet, dass sich natürlich alle US-Banken unbegrenzt im Rahmen der vom Federal Reserve System sehr large gezogenen Grenzen dort Geld beschaffen können. Also bitte etwas differenzierter, verehrter Chefredakteur. Wir bleiben trotzdem Freunde. Und jetzt zur Euro-Krise. Meine Damen und Herren, hinter der Euro-Krise, und ich werde Ihnen auch nachher aus der Front, von der Front im Bundesverfassungsgericht berichten, wir hatten ja vor 10 Tagen das Hearing.
Hinter der Euro-Krise steckt schlicht, aber fürchterlich der Versuch, den von der Eurokratie erstrebten europäischen Superstaat nicht auf dem legalen Weg über Volksabstimmungen, Verfassungen und so weiter zu erreichen, weil ihm klar ist, dass das nicht so zu erreichen ist, sondern durch die monetäre Hintertür. Durch die monetäre Hintertür. Die EZB, die Europäische Zentralbank, ist ein politisches Organ und soll über immer neue Machtausweitungen und Kompetenzzuwächse in Sachen Europolitik den europäischen Superstaat vorbereiten. Und den letzten Akt konnten Sie vor 10 Tagen im Deutschen Bundesverfassungsgericht erleben. Leider hat die deutsche Presse wie immer nur stümperhaft und dilatorisch und auch sehr einseitig berichtet. Denn es ging um die Frage, kann man mit Hilfe der Geldpolitik in die Budgets der Nationalstaaten hereingreifen, in deren Kassen. Vorangegangen war der ebenso bombastische wie auf Allmachtsfantasien des Herrn Draghi schließende Ankündigung August vergangenen Jahres, zur Euro-Rettung alles Erdenkliche, alles, aber auch alles zu tun und die nachgeschobene Drohung, ich denke, das wird reichen. Und er meinte, wir kaufen unbegrenzt die Staatsanleihen, praktisch insolventer Staaten. Das hat das deutsche Verfassungsgericht alarmiert und sie haben die Klage aufgegriffen, die schon im Sande zu verlaufen drohte, nämlich unsere Klage der 4 Professoren. Und ich sage immer wieder für die Freunde der AfD, ich begreife nicht, warum sich die AfD überhaupt nicht an unseren Klagen beteiligt oder interessiert zeigt. Also die Klage der 4 Professoren und des von mir hoch respektierten CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler. Wir sind die Urkläger seit 15 Jahren. Und Herr Voskuhler hat letztens zu mir gesagt, Sie sind ja unser ältester Stammkunde. Und dann haben wir jetzt natürlich erfreulicherweise eine Reihe von Trittbrettfahrern, eben unter anderem auch die AfD, aber ich hätte mir gewünscht, sie würden sich an unserer Klage beteiligen. Ich nehme an, ja, bis ja. Ja, absolut. So, die Richter wollen wissen und hatten eine erlesene Schar von Experten aufgeboten: Ist es rechtens, wenn die Europäische Zentralbank ihr geldpolitisches Mandat, das sie hat, wir haben ja, dumm oder nicht, die Geldpolitik europäisiert, ausweitet auf die Staatenfinanzen? Das ist die Frage. Und wenn sie das kann und darf, dann ist das Budgetrecht der Nationalstaaten kaputt, ohne dass darüber ein großer Beschluss gefasst worden wäre in den nationalen Parlamenten. Und das war die Frage. Und sie wurde gerichtet, erstens mal an die EZB selbst, und da trat ein unvergleichlich fast märchenbuchreifer Wolf im Schafspelz auf, Kreide gefressen, dass es fast schon lyrisch klang, Herr Asmussen, und sagte dem Gericht, aber regt euch doch nicht auf, Leute, das war bloß eine Ankündigung. Ist ja nichts geschehen. Und dann rechnete er dem Gericht vor, was heißt hier unbegrenzt, unter die Ankündigung, die bombastische des Herrn Draghi, fallen ja nur die Anleihen, die auch ESM-fähig sind, das heißt also von Staaten, die sich an den Geboten der Troika und den Reformprogrammen unterwerfen. Und das sind doch lächerliche 524 Milliarden. Also wir werden doch wegen 524 Milliarden ja keinen Prozess führen. Einer der mutigsten Streiter ist unser derzeitiger Bundesbankpräsident, Jens Weidmann. Er hat dem zentral widersprochen und gesagt, Inflationen beginnen immer so. Erst sind die Beträge der Staatsfinanzierung klein und dann werden sie unendlich. Und der Rest, den hat Deutschland ja zweimal in diesem Jahrhundert erlebt. Und dann hat die EZB ihren eigentlichen Offizialverteidiger gefunden. Auch darüber hat die Presse nicht berichtet. Der Mann heißt Wolfgang Schäuble und ist deutscher Finanzminister. Der hat expressis verbis, und die Protokolle werden es ja ausweiten, gesagt, ich warne die Richter,
davor, die Handlungsfreiheit der EZB einzuengen. Den Satz merke ich mir. Dann fuhr er weg. Aber was steht dahinter? Meine Damen und Herren, ein zentraler Fehler, unglaublich ist ja schon, der undemokratische Versuch, einen Staat ohne Demokratie zu errichten. Das heißt, an den Parlamenten. Dagegen wünsche ich mir wirklich einen Bürgeraufstand. Aber jetzt währungstechnisch und praktisch. Es ist völlig unvorstellbar, dass man mit einem Euro dieser Art über die Runden kommt. Denn die EZB verfolgt ja ihre Politik nicht wie früher die Bundesbank mit einer harten Währung, sondern mit einer weichen. Der Euro wird ja von Mal zu Mal weicher, bewusst aufgeweicht, denn jetzt kommt die zweite Ungeheuerlichkeit, der frühere, aber immer noch hinter den Kulissen, aktive Chef der Euro-Gruppe, solche Leute kommen immer aus Luxemburg, Herr Juncker, will ja über die Krise, sagt er jedes Mal, über die Krise Europa zusammenführen. Je mehr Krisen, desto mehr Kompetenz für die EZB, desto mehr Europa. Das ist die Formel. Und sie ist an einer Stelle, da gebe ich in mein Wort, als, ich weiß nicht, 40 oder 50-jähriger Kenner der Materie, das lässt sich nur mit einer harten Währung machen und nicht mit einer weichen. Da liegt der Widerspruch. Und jetzt ist die Frage, die sich eigentlich jeder Analytiker, aber auch jeder Politiker und auch jeder investigative Journalist stellen muss. Kann das, ist das ein Erfolgs- oder Untergangsmodell? Kann die pausenlose Inflationierung der Währung das herbeiführen, was die Väter dieses Euro sich darunter vorgestellt haben? Und da ist meine dezidierte Antwort und ich hoffe, Herr Sesser vertreibt mein Buch, was raus und liegt noch weiterhin, niedergelegt in diesem Buch. Nein, und hier begegnen wir uns. Diese Europolitik, den Euro anstelle nationaler Währungen setzen und damit das einzige Mittel ausschalten, was all diese krisenhaften Zuspitzungen, was all diese monetären Kriege vermeiden würde, das Mittel heißt Wechselkurs. Die Ausschaltung des Wechselkurses ist währungstechnisch die entscheidend falsche Weichenstellung gewesen. Denn solange wir nationale Währungen hatten, hatten wir Wechselkurse. Und solange wir Wechselkurse hatten, wurde jedes Land für seine Inflationspolitik bestraft. Es haftete dafür. Durch Abwertung. So einfach war das. Und wir hatten nach 48 der Regeneration der europäischen Währungen, auch der D-Mark, ich weiß nicht wie viele Abwertungen, aber konzentriert ausgerechnet in den Ländern, die heute vor dem Staatsbankrott stehen. Wir hatten diese Abwertungen zuhauf in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in Spanien. Und das allein hätte den Schöpfern des Euro zu bedenken geben müssen, dass diese Länder des Euro wegen ja nicht nur nicht ihre Politik ändern, sondern sogar in ihr bestärkt werden. Denn schauen Sie, was ist der Euro in seiner Konzentration? Und ich werde Ihnen gleich einen Beweis liefern, der in Ihrem Portemonnaie steckt. Der Euro ist in seiner ganzen Konzentration ein offenes Konto für Schuldenländer. Sie können Schulden machen. Von Zentralbank zu Zentralbank. Das offene Konto heißt Target. Sie können Schulden machen bei der EZB. Das offene Konto heißt ELA, Extended Liquidity Assistance. Und das offene Konto heißt pausenloser Gelddruck der EZB. Aber was steckt denn dahinter? Und das sehen Sie im Portemonnaie. Wenn Sie in Ihr Portemonnaie gucken, werden Sie sehen, dass Sie kaum noch Euroscheine haben. Sie gucken jetzt gleich mal an Ihres mit der Kennung X. Die Kennung X stand in der Stunde 0 des Euro für alle Euro, die aus der D-Mark entstanden sind. Wenn Sie hingegen Euros mit der Kennung Y haben,
dann stammen sie aus dem griechischen Defizit. Wenn sie Euros mit der Kennung S haben, dann stammen sie aus dem italienischen Defizit. Wenn sie Euros mit der Kennung N haben, stammen sie aus dem spanischen Defizit. Und wenn wir hier einen Flipchart hätten, dann hätte ich Ihnen auch aufgemalt, wie diese Kennung zustande kommt. Denn diese merkwürdigen Euro-Väter haben unser Alphabet auf den Kopf gestellt, nicht A bis Z, sondern mit Z angefangen, Z, Y, X und. Und dann den Anfangsbuchstaben jedes Landes im umgekehrten Reihenfolge als Kennung. Z steht also für das erste alphabetisch geordnete Land in Europa, Belgien, B. X für Deutschland, weil es kein Land mit C gibt, der dritte Buchstabe. Und die anderen können Sie sich dann ja mal zu Hause aufmalen, nicht vergeben sich daraus. Herr Elsässer, wie viele X-Scheine hatten Sie in Ihrem Portemonnaie? Haben Sie mal nachgeschaut? Einer von drei. Einer von drei. Das ist immerhin erstaunlich viel. Und die anderen? Können wir mal schauen? Ich habe nur X. Aber ich das muss sitzen. Toll. Also behalten Sie sich gut. Ich bin jeder Grieche beneidet, Sie da rum. Ah, oh. Wo ist Frankreich? Also ich kann es nicht ganz im Kopf, wie gesagt, mit Hilfe eines einfachen Zettels, A bis Z und dann umgekehrter Reihenfolge und dann den ersten Buchstaben eines Euro-Landes und dann haben Sie es. Aber eines ist klar, wir alle haben mehr Euros im Portemonnaie oder auf dem Konto als X, als in Deutschland entstanden sind, als aus der D-Mark hervorgegangen sind. Und das beweist Ihnen, jenseits aller hochgestochenen Theorien, dass es immer die Defizite dieser Länder sind, die die EZB dazu bringen, neue Euros in Umlauf zu setzen. Ich halte das für kein sehr sinnvolles Währungssystem, das muss ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bedauere es wirklich, dass diese simplen Zusammenhänge, die doch jeder von uns versteht, dass die bis heute unklar geblieben sind. Ich könnte jetzt einen Test machen und Sie ehrlich fragen, haben Sie das gewusst, was ich eben gesagt habe oder nicht? Ja. Ich fürchte die meisten nicht. Und das erwarte ich eigentlich von der Wirtschaftspresse, diese Art der Aufklärung. Die Frage ist jetzt, nach dieser Zustandsbeschreibung, wie geht es weiter? Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder weiter so und dann schreitet die Defizitfinanzierung und die Inflationierung und dann die Aufweichung des Euro fort. Oder die Warner bekommen Recht und ich hoffe diesmal sogar mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts, die Entwicklung kann gestoppt werden. Das sind die zwei Varianten für die Zukunft. Aber Wall Street steht nicht dahinter. Und wer es glaubt, mag es glauben, aber ich habe keinen Beweis bis heute gefunden. Wie ich überhaupt finde, dass die amerikanische Währungspolitik entgegen ihrer Verketzung, Herr Elsässer, sehr viel überlegter ist. Denn wenn Kalifornien oder Iowa ein Defizit machen, das machen sie, dann druckt die Fed keine Dollar. Sie druckt nur Dollar gegen amerikanische Treasury Bills. Und das besagt, der amerikanische Staat muss für das neu gedruckte Geld haften. Und nicht nur das, wenn die Treasury Bills in 3 Monaten fällig werden, verkürzt sich automatisch auch wieder die Geldmenge. Das ist keine Heiligsprechung der US-Geldpolitik, aber der Hinweis darauf, dass sie konstitutionell und strukturell besser fundiert ist als die Europäer. Denn es würde kein amerikanischer Notenbankchef, egal von welcher Partei und welcher Glaubensrichtung, für die Defizite eines US-Bundesstaates neues Geld drucken. Die letzten, die das getan haben, wissen Sie, wann die gelebt haben? Im Jahr 1837. Denn damals wurde die amerikanische Geldpolitik von der Bailout-Finanzierung einzelner Bundesstaaten abgekoppelt. Regelrecht abgekoppelt.
Heute weiß jeder Schwarzenegger oder sonstige Gouverneur, wenn er ins Defizit rutscht, muss er selber wieder rauskommen. Und ein zweiter Grund für die relative Weltverbreitung der US-Währung, die es natürlich den USA ermöglicht, neu gedruckte Dollars inflationsneutral für die USA zu exportieren. Nach China. Die Chinesen nehmen ja eigentlich den Amerikanern die Inflation ab durch den Import ihrer Dollars. Nett von ihnen, nicht? Übrigens 70% bis zuletzt aller neu gedruckten US-Dollar landen in Währungsbeständen fremder Notenbanken. Und ich habe bei den letzten Zentralbankberatungen, die ich durchgeführt habe, in so unproblematischen Ländern wie Syrien und Irak, immer die Frage gestellt, warum nehmt ihr denn keine Euro als Währungsreserve an? Und die Antwort ist ebenso simpel wie vernünftig. Ihr habt doch keinen Staat. Allenfalls deutsche Staatsanleihen. Aber das kann ich nicht. Keine spanischen. Und das ist der eigentliche Grund, warum der Anteil des Euro an den Weltwährungsreserven mit einem kargen Viertel, und das sind zu 100% deutscher Euro, nie über den D-Mark-Anteil hinausgekommen ist. Auch die D-Mark hatte etwa einen Anteil von 25% an den Weltwährungsreserven, solange es sie noch gab. Fazit. Die Europolitiker steuern in einer Sackgasse, in der sie bereits drin sind. Und die Sackgasse können sie eigentlich nur anvisieren, weil sie so wenig Widerstand finden. Deswegen ist AfD schon eine gute Sache. Aber die müssen noch viel dazulernen. Auch wenn ein Professor an der Spitze steht. Aber wenn es nicht gelingt, dieses System umzustellen, dann ist der nächste Zusammenbruch programmiert. Aus dem werden dann die nationalen Währungen wieder hervorgehen, aber um den Preis großer Verluste, Kosten und sozialer Schäden. Und wenn man das vermeiden will, und das ist mein leidenschaftlicher Versuch, dann muss man diesen Prozess jetzt stoppen, aber bitte nicht so, und das ist Teil einer kleinen Kontroverse mit dem neuen AfD-Gründer, dass man den Leuten nicht sagt, wie sie ihre Euro-Ersparnisse in D-Mark zurückrechnen. Das muss vorher geklärt sein, nämlich 1:1. Es muss auch vorher geklärt werden, was aus den alten Euro-Schulden gemacht wird, wie sie umgerechnet werden. Und da wäre der große Nutznießer, der es offenbar nicht kapiert, niemand anderes als Herr Schäuble. Denn er könnte seine riesen Staatsschulden, deutsche Staatsschulden, 2 bis 3 Billionen, wenn man die Kommunen dazu nehmen, sind wir schon bei 5, zu einem aufgewerteten D-Mark-Kurs billig zurückkaufen. Er dient aber anderen Mächten. Wie bitte? Er dient aber anderen Mächten, Herr Schäuble. Ja, natürlich. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob er dient oder ob er blöd ist oder nur ein Exzentriker. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf mich macht er keinen sehr, dann sagen wir mal, stabilen Eindruck. Es gibt also überzeugende Argumente dafür, nicht die Eurozone aufzulösen, auch nicht durch Grexit, Austritt Griechenland, zu verkleinern oder wie mein fast Namensvetter, auch ein beliebter Plagiator hankischer Ideen, Herr Henkel, ein Nordeuro propagiert, denn wir haben im Norden Europas dasselbe Problem. Stichwort Frankreich, Stichwort Belgien, Stichwort Irland. Nein, die vernünftige Lösung wäre, und damit komme ich zu der Schilderung von Herrn Rieger aus Urzeiten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zurück, mehrere Währungen zuzulassen. Warum eigentlich nicht? Mir würden 2 reichen, die nationale und der Euro. Und aus diesem dualen Währungssystem würde sich erstens etwas sehr Wichtiges ergeben, nämlich Währungswettbewerb zwischen den beiden Systemen. Und die EZB könnte es sich gar nicht leisten, ständig Euro zu drucken. Sie kann es sich eigentlich nur leisten, nationale Währungen anzukaufen und dann Euro auszugeben.
Und das bedeutet Neutralität. Dann setzt sich in Europa die Geldmenge etwas anders zusammen, aber wird nicht größer. Mehr Euro, weniger nationales Geld oder umgekehrt. Das wäre das neue Modell. Eine absolute Beschränkung der EZB auf den Ankauf nationaler Währungen. Und das Zweite, genauso wichtig, dann schlägt die Stunde der echten Reform. Dann werden Griechenland, Zypern, Spanien, Italien, Frankreich gar nicht umhin können abzuwehren. Und das wäre gut für sie, weil sich dann ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Exportfähigkeit wiederherstellen. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit im Bundeswirtschaftsministerium, das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die griechische Abwertung erlebt, 30%. Danach hatten die Griechen einige Jahre ein Wirtschaftswunder. Wir fuhren alle nach Griechenland, nicht nur Griechenland mit der Seele suchen, sondern auch mit dem Portemonnaie. Es war billig, schön und billig. Und niemand fuhr in die Türkei, um Ferien zu machen. Das könnte sich wiederherstellen nach einer massiven Abwertung der Drachma. Warum auch nicht? Und dasselbe gilt für Italien, es gilt auch für Frankreich. Und wer ist eigentlich der Feind, der eigentliche Feind, außer dem von Herrn Rieger zitierten Autor Steingart vom Handelsblatt, dieser Entwicklung und dieser Lösung? Meine Damen und Herren, unsere Exportlobby. Unsere Exportlobby, und ich weiß, wovon ich spreche, ich habe erst vor kurzem einen Vortrag vor dem BDI, Wirtschafts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Institut, gehalten, fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser die Aufwertung der D-Mark, die dann einsetzen würde, 20-30%. Und sie behaupten, dann bricht unser Export zusammen. Also ich habe den Herren gesagt, eigentlich seid ihr doch die Caritas der Weltwirtschaft. Ihr seid bereit, deutsche Produkte 20-30% zu billig zu verschenken. Schönes Geschäft. Zweitens, ihr vergesst völlig, dass in jedem deutschen Exportprodukt im Durchschnitt 45-50% Vorleistungen aus dem Ausland stecken. Importierte Rohstoffe, importierte Energie, importierte Lohnveredelung. Die wird billiger. Und wir haben in allen Aufwertungen, und ich habe unter Karl Schiller einige vorbereitet, immer dasselbe Schauspiel erlebt. Vor der Aufwertung das Geschrei, wir gehen pleite. Und nach der Aufwertung wurden die Exportüberschüsse größer. Denn dann war kostengünstiger geworden, wettbewerbsstärker. Aber der Vorteil einer Aufwertung, meine Damen und Herren, der liegt hier im Volk. Denn das bedeutet nicht nur billige Bananen und billiges Benzin. Das war der eigentliche Grund, Herr Elsässer, für den Realeinkommensanstieg Deutschlands über die Zinsen hinaus. Das war der eigentliche Grund. Die Zeiten könnten wiederkommen. Wir brauchen nur die Herolde, die dafür trommeln. Ich hoffe doch auf, ein bisschen auf Kompakt. Ein bisschen. Und den Aspekt aller Güte. Und insofern hat AfD schon seinen Sinn, dass es diese Dinge und das Volk in plausibel macht. Aber dafür wünsche ich mir eine bessere wissenschaftliche Ausstattung dieser Partei, rundheraus. Denn ich habe auch dem Parteigründer diese drei Fragen vorgelegt: Was ist Ihr Umrechnungssatz? Was machen Sie mit der EZB? Was machen Sie mit den Altschulden? Und er hat mir in allen drei Fragen die überzeugende Antwort geliefert: Darüber denken wir noch nach. Das reicht zurzeit noch nicht. Wichtig ist, und das zeigen alle bereinigten Schuldenkrise, ein Schuldenmoratorium für die Euro-Schulden der mehr oder minder technisch bankrotten Staaten. Und dafür haben wir bewährte Instrumente, die in der Vergangenheit alle funktioniert haben. Das sind die Clubs von Paris und London unter Aufsicht des IWF. Und die bestehen immer aus drei Elementen. Die Schulden werden gestreckt, also die kurzfristigen werden langfristig. Das bedeutet einen Großteil ersparen von Abschreibungsverlusten bei Banken und Versicherungen, bei institutionellen Gläubigern. Zweitens, die Zinsen werden reduziert und drittens, Haircut. Ein Drittel wird gestrichen. Und die Erfolge, oder sagen wir mal, die Bereinigung dieser Krise
Die konnten wir in Argentinien, in der Ukraine, in Mexiko und anderen Ländern studieren. Das wäre der Weg. Wir bekämen wieder eine Welt mit nationalen Währungen, mit Wechselkursen. Und was wäre die Rolle des Euro, meine Damen und Herren? Damit komme ich an die, zum ersten Mal werde ich auch mal theoretisch, an die Märchen von der Goldwährung zurück. Es war doch immer ein Märchen, so wie Brüder Grimm und die sieben Zwerge, zu glauben, dass Gold einen Wert an sich hätte. Meine Damen und Herren, das Gold hatte immer den Wert vom Geld und nicht das Geld vom Gold. Hätte es nie Gold Geld gegeben, hätte es auch nie Goldnachfrage in diesem bombastischen Umfang gegeben. Und Gold wäre heute noch so Silber wie Kobalt oder Nickel oder so. Es ist die monetäre Verwendung des Goldes, die das Gold so in die Höhe gehoben hat. Märchen 1, was wir so ein Aberglaube zu denken, dass wenn irgendwo eine Golddeckung vorhanden ist, dass das Geld dann wertsicher sei. Auch die Geschichte widerlegt das Märchen, denn als die Spanier die neue Welt entdeckte, verfiel Spanien erst in die größte Inflation seiner Geschichte, wegen der vielen Goldfunde. Und zweitens machte Staatsbankrott unter Philipp II. Der erste große europäische Staatsbankrott passierte im damals reichsten Land der Welt, in Spanien. Warum? Weil es mit seinem Reichtum auch die größte Inflationsrate hatte. Und die Leute keine Staatsanleihen der Krone mehr zeichneten, womit sie recht hatten. Aber der zweite Mythos ist, der Goldstandard hat überhaupt erst funktioniert seit dem Jahre 1819. Und warum wissen wir das so genau? Weil im Jahre 1819 die britische Zentralbank, damals die führende der Welt, noch potenter als heute das Federal Reserve, hinging und den Goldpreis festschrieb. Zwischen 1819 und Ausbruch des Ersten Weltkriegs, das ist ein volles Jahrhundert, betrug der Unzenpreis für Gold 3 Pfund Sterling, 17 Schilling, 9 Pence. Wenn er drunter fiel, kaufte die Bank, und wenn er drüber stieg, verkaufte die Bank. Und dieser feste Goldpreis, der bewirkte ein mathematisches Wunder, was allerdings nur Nicht-Mathematiker erstaunt, nämlich den monetären Dreisatz der Welt. Wenn alle Währungen im Goldstandard einem dritten, nämlich dem Gold, gleich sind, meine Damen und Herren, sind sie auch untereinander gleich oder zumindest vergleichbar. Haben sie feste Wechselkurse und den hatten sie. Das heißt, ohne den festen Goldpreis hätte der Goldstandard nie funktioniert und ohne den Goldstandard hätte es nie die Weltwirtschaft des 19. Jahrhunderts gegeben, die übrigens zu Export-Import-Quoten für das alte Deutschland geführt hat, die wir heute noch nicht erreicht haben. Auch das ist weitgehend unbekannt, aber damals waren Export und Import auch über 30% Bruttoinlandsprodukt, auch wenn es damals nicht berechnet wurde. Und die Nutzanwendung auf den Euro, meine Damen und Herren, es kommt nicht auf die Währungsmaterie, den Rohstoff an. Gelegentlich plädiere ich sogar dafür, als Währungsmaterie Schweizer Käse zu nehmen, man darf nur nicht zu viele Löcher haben. Es kommt darauf an, dass alle in dieser Einheit rechnen. Es kommt auf das Rechenwerk an. Wenn wir das wiederherstellen, und das wiederherzustellen ist ein Akt der Gesetzgebung, dass alle ihre Währungen, alle 17 Euro-Länder und alle 28 EU-Länder ihre nationale Währung in Euro ausdrücken als Wechselkurs und nicht in Dollar, dann ist der Euro das stabilste, die stabilste Währungseinheit in Europa, denn alle könnten und müssten zum Euro abwehren, aber der Euro selber könnte nicht abwehren. Sie lernen daraus. Geld ist ein Akt der Rechtsordnung. Sie dürfen ruhig den Kopf schütteln. Ich habe ja nicht versprochen, auf Sie zuzugehen. Geld ist ein Akt der Rechtsordnung. Nur müssen die Gesetze eingehalten werden. Aber die tröstliche Botschaft ist, wenn Staaten hingehen und diese Gesetze nicht einhalten, haben die Bürger eine Selbstwehr. Erstens, sie können fliehen mit ihrem Geld ins Ausland. Haben sie ja getan. Sie können aber, wenn sie nicht ins Ausland wollen, in Ersatzgeld fliehen, in Gold, Silber, Edelmetalle, Immobilien, Aktien. Meine Damen und Herren, die heutige Hosse
an diesen Vermögensmärkten ist erstens Inflation, aber zugleich auch Selbstschutz der Bürger vor der Entwertung des Euro. Es ist beides. Nur sollte diese Blase platzen oder diese Blase, und davon bin ich überzeugt, dass sie es tun, dann würden wir einen schwarzen Freitag erleben, gegen den der vor 80 Jahren ein Kinkerlitzchen war. Das ist die eigentliche Gefahr. Aber ich bin der Prophet eines Euro als quasi Goldstandard ohne Gold. Ein Geschöpf der Rechtsordnung mit einem Verfassungsgericht, das wohl macht. Und das ist wahrscheinlich der schwächste aller Punkte in Europa. Dieser EuGH wird leider von einem griechischen Professor geleitet. Der kann es im Sinne Griechenlands bisher alle Prozesse. Raus. Ich weiß nicht, wie es geht. Also, war nicht der Verfassungsschutz? Nee. Also, behalten wir den Euro, als wenn Sie so wollen, erweiterten Ecu, den wir ja vor 1999 hatten. Und der einzige Unterschied wäre, dass der Ecu lief ja nicht um, er war ein Buchgeld, dass der Euro ruhig als Umlaufsgeld weiter umlaufen könnte. Warum eigentlich nicht? Und Sie alle die Wahl und wir alle die Wahl haben, ob wir die Rechnung in der einen oder anderen Währung zahlen. Vor allen Dingen aber können wir sicher sein, dass wir die jeweils stabilste Währung als Garant für unsere Ersparnisse nehmen. Also ich halte das für einen ganz vernünftigen Schritt in die richtige Richtung, dass sich Europa vom Währungsmonopol der EZB trennt, den Währungswettbewerb, nationales Geld gegen europäisches Geld wieder einführt und im Gegensatz zu der rein nationalistischen Lösung, nur die D-Mark, bis ja am Anfang auch der AfD vorschwebte, ist das, was ich vorschlage, eine genuin europäische Lösung. Es kann dann keiner sagen, die Deutschen wollen wieder den D-Mark-Imperialismus herstellen oder ähnlichen. Ja, damit bin ich am Ende und Sie dürfen mir eigentlich nur uns den Daumen drücken, dass wir das durchkriegen. Vielen Dank. Thank you.